Hallo, lieber Johannes. Schön, dass wir heute zusammenkommen. Hallo, liebe Anne. Ich freue mich ja, oder wir von Numerio freuen uns ja ganz sehr, dass wir mit dir dann im Oktober einen Online-Kurs starten mit dem Thema moderne osteopathische Feldtheorie. Wir treffen uns ja an drei Abenden ab dem Oktober. Termine findet ihr dann auf jeden Fall verlinkt. Lieber Johannes, moderne osteopathische Feldtheorie, was steckt für dich dahinter? Wie kamst du zu dem Begriff, beziehungsweise magst du uns ein bisschen erzählen, was uns in diesem Kurs erwartet? Also es gibt den Begriff traditionelle osteopathische Feldtheorie, der ist von Handel in einem Buch mal so definiert worden vor einigen Jahren. Und da wird sozusagen erklärt, wie die Gesamtkonzeption von A.T. Still ist. Das ist die traditionelle osteopathische Feldtheorie. Das Problem ist, dass es im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Es gab damals noch keine Chaos, keine Kybernetik, keine Chaostheorie, keine Komplexitätstheorie und vieles, vieles andere nicht. Das heißt, also seit dem 19. Jahrhundert gibt es enorme Fortschritte, vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich, aber auch natürlich im naturwissenschaftlichen Bereich. Und die Osteopathie hält immer noch an ihrem alten traditionellen Modell fest. Das hat mich schon lange gestört und schon, ich mache jetzt 26 Jahre Osteopathie und habe viele Artikel publiziert, Bücher geschrieben. Das bekannteste Buch ist das Lehrbuch Osteopathische Medizin, das ich verfasst habe. Und dieses Thema beschäftigt mich eigentlich seit vielen, vielen Jahren und die letzten 3 Jahre habe ich mich jetzt aufgerafft, so etwas wie eine moderne osteopathische Feldtheorie zu entwickeln. Das Ganze ist auch super aktuell. Jetzt im Juni ist im International Journal of Osteopathic Medicine haben die beiden Herausgeber Oliver Thompson und Andrew McMillan einen äußerst provokanten Artikel publiziert, der in der internationalen Osteopathie-Szene viel Aufsehen hervorgerufen hat. Der Originaltitel ist What's Wrong with Osteopathy? Also was ist an der Osteopathie verkehrt? Viele dieser Aspekte, die die aufführen, sind etwas übertrieben und polemisch dargestellt, aber die Grundsubstanz der Kritik, der muss man sich stellen. Und ich habe mir die Zusammenfassung hier aufgeschrieben und da ist das Fazit: Die Hauptkritik ist eine schwache theoretische Basis der Osteopathie, eine unverändert biomedizinische Fixierung, also eine Fixierung auf das biomedizinische Modell, der Monointerventionismus, also die Osteopathie als allheilselig machende Methode, ohne Konzeption, wie die Osteopathie im Gesundheitswesen und in andere Heilkundeberufe überhaupt integriert sein kann. Die Zentrierung auf den osteopathischen Praktiker häufig, nicht auf den Patienten, und implausible Mechanismen. Die Autoren sagen, dies alles konstituiert eine sehr große Belastung für die Entwicklung, für die Einheit und für den Stellenwert der Osteopathie, also für die gesellschaftliche Akzeptanz. Sie fordern, wir benötigen für eine professionelle Reife eine fortlaufende kritische Reflexion, eine Rekonzeptualisierung unserer Praxis und Wissenschaft. Also wir müssen überhaupt ganz neue Konzepte aufstellen, wie und warum das Ganze funktionieren könnte. Osteopathen sollten sich bezüglich ihrer Theorie und Evidenz an wissenschaftlichen Ergebnissen außerhalb der osteopathischen Welt bedienen. Also das ist ein knallhartes Statement. Also sie sagen so ungefähr, die Osteopathie ist seit 50 Jahren nicht in der Lage, sich selbst zu modernisieren und zu erneuern. Wir müssen einfach hergehen und müssen sagen, was gibt es außerhalb Psychologie, Soziologie, Neurowissenschaften, Sozialwissenschaften und müssen diese Informationen in die Osteopathie hereinholen, um die zu modernisieren. Der Kurs, den wir jetzt machen, moderne osteopathische Feldtheorie, ist genau eine Antwort darauf. Das heißt, in dem Kurs werden wissenschaftlich moderne
Konzepte präsentiert, wie man aus heutiger Sicht die Osteopathie betrachten kann, wie sie im gesamten Gesundheitsfeld zu integrieren ist, wo sind Schnittstellen mit anderen Gesundheitsberufen. Und das Wesentliche jetzt meiner modernen osteopathischen Feldtheorie, das hört sich natürlich jetzt alles brutal theoretisch an, da ist auch sehr viel Wissenschaftstheorie dahinter, aber ich breche das Ganze runter, was hat es für eine Bedeutung für den Praktiker, also für mich, der ich Patienten anfasse. Also wie kann ich die Ergebnisse dieser Theorie in meine praktische Arbeit umsetzen? Ja. Und darum haben wir auch drei Teile gemacht. Also im ersten Teil gehe ich auf die klassische Feldtheorie ein, erkläre die Prinzipien einer modernen Feldtheorie, bringe eine Definition, was ist überhaupt osteopathische Medizin. Wir beschäftigen uns mit einem für mich wichtigen Thema, das nenne ich Metaperson, was ist das überhaupt? Und Stephen Tyerman, das ist ein englischer Freund von mir, der leider vor 3 Jahren verstorben ist, hat mit mir zusammen die anthropoökologische Sichtweise der Osteopathie entwickelt, also ein Modell, wie man den Mensch überhaupt betrachten kann. Ja. Im zweiten Teil gehen wir dann ein auf das Konzept der somatischen Dysfunktion. Da bringe ich viele neue Entwicklungen und neue Forschungsergebnisse und daraus leitet sich ab ein ganz bestimmter diagnostischer und therapeutischer Prozess in der Osteopathie. Den werde ich erläutern, wie der stattfindet und das Ganze wird dann in einen größeren Kontext gestellt, nämlich in eine Komplexität- und Systemtheorie, das Zajnefin-Modell. Das habe ich modifiziert auf die Osteopathie und das wird sozusagen letztlich dann als theoretisches Gesamtmodell erklärt. Dritte und letzte Teil, das ist der eher praktisch bezogene Teil. Da zeigen wir, was das bedeutet in der Anwendung und machen praktische Übungen. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Three-Ided Attention, was ist das? Also dreigeteilte Aufmerksamkeit. Wie läuft der diagnostische, wie läuft der therapeutische Prozess ab? Im dritten Teil wäre es günstig, wenn die Teilnehmer sich jeweils zu zweit zusammentun vor dem Bildschirm, damit ich Live-Übungen mit den Teilnehmern machen kann, damit sie sehen, dass das keine Theorie ist, sondern eine praktische Theorie ist. Ja, siehst du es denn als günstig, dass man sich unter Kollegen zusammentut, oder könnte das zum Beispiel auch der Partner sein, an dem man üben Das könnte, kann auch der oder? Partner sein oder das Kind oder wie auch Genau. immer. Also es müssen nicht Kollegen sein. Das heißt, ich brauche einfach einen Übungspartner. Ja? Also wie man das organisiert, ist im Prinzip egal, weil wir werden so ein paar Übungen machen und ich werde dann demonstrieren, wie das sich praktisch, also während der 3 Jahre, in denen ich dieses Konzept jetzt entwickelt habe, hat sich mein therapeutisch-strategisches Vorgehen radikal verändert. Also das heißt, das hat meine ganze Osteopathie um den Haufen geschmissen und hat sozusagen mich in eine andere Sichtweise gebracht, die sich täglich auswirkt. Ich unterrichte das auch schon mit sehr großem Erfolg, also vor allem bei erfahrenen Osteopathen, die sind also begeistert, dass sie in ganz schwierigen Fällen eine relativ klare Orientierung kriegen, wo fange ich an, was mache ich, was ist mein Ziel. Ja, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage, an wen oder für wen denkst du, ist dieser Kurs geeignet? Wir haben ja ein sehr breites Spektrum an Also für blutige Anfänger ist der Kurs sicherlich nicht geeignet, weil zu viele komplexe Begriffe vorkommen, vorausgesetzt wird, dass Leute wissen, was ein General Listening ist, was eine manuelle Thermodiagnose ist und so weiter. Also ich brauche da einige Tools. Also das heißt, es ist geeignet für Leute, die schon etwas länger osteopathisch arbeiten und die immer wieder in der Praxis verzweifelt vor Patienten stehen und denken, Mensch, was mache ich denn jetzt? Und dann machen sie irgendwas und dann ist es zwar momentan besser und der Patient sagt, beim Runtergehen auf der Treppe habe ich schon gemerkt, es geht wieder los oder nach 2 Tagen war alles wieder wie vorher. Ja?
Und da denkt man ja dann immer zunächst, ich habe schlecht behandelt. Die Behandlung, also von der technischen Qualität her, war wahrscheinlich völlig in Ordnung, aber es ist das komplett Falsche behandelt worden. Also diese alte Frage in der Osteopathie, was ist der Point of Entry? Also wo lege Ja. ich los? Und überhaupt, was ist mein Behandlungsziel? Das zu definieren und das in einen Kontext zu bringen, das ist manchmal sehr kompliziert. Und dazu braucht man eben grundsätzliche theoretische Überlegungen, wie das System Osteopathie überhaupt aus moderner wissenschaftlicher Sicht funktionieren könnte. Sehr schön. Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin super gespannt und wir sind super gespannt auf das, was du uns da erzählen wirst. Ist für dich ja auch jetzt nochmal also du wirst es ja neu jetzt in die Welt bringen. Magst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, das ist Lomerio-Teilnehmer sind die ersten, die das sozusagen im größeren Umfang und ausführlich hören. Ich werde Ja. im Oktober als erstes dieses Konzept auf dem Europäischen Veterinärmedizinischen Osteopathie-Kongress in Bern präsentieren. Da bin ich Keynote-Speaker am ersten Tag und mit diesem Konzept wird der gesamte Kongress eröffnet. Und auch noch im Oktober ist die OIA-Jahresversammlung, also Osteopathic International Organization, gemeinsam mit den englischen Osteopathen ist da ein Weltkongress in London. Und da habe ich auch die Ehre, dass ich eingeladen bin, am zweiten Tag als Keynote-Speaker, der sozusagen den osteopathisch offiziellen des zu präsentieren. So ein Konzept muss ja erstmal sozusagen ja bei den Schulen, bei den Lehrenden und so ankommen und dann muss man schauen, wie setzt man das um. Und wie man das umsetzen kann, das zeige ich in dem Lomerio-Kurs eben. Da habe Sehr ich ja weniger schön. Zeit, bei den Konferenzen kann ich ja nur immer 45 Minuten sprechen, aber da haben wir ja dreimal 1,5 Stunden, also da kann ich dir präsentieren, wie man das dann anwendet. Wir freuen uns sehr, also ich bin selber ganz gespannt, weil ich kenne das aus der Praxis, ne, diese teilweise echt schwierigen Patienten, wo man denkt, wah, und jetzt, wo fange ich eigentlich an? ja, und ich denke, das Und werden auch viele. nicht nur, wo fange ich an, sondern wann höre ich auf? Das ist also nach Roland Becker ist das die schwierigste Frage. Wann höre ich auf? Ja. Also wann ist genug genug? Das beantwortet das Konzept auch. Sehr schön. Und auch wie man das testen kann dann. Ja? Also nicht nur theoretisch, sondern wie man das dann überprüfen kann, jetzt, ob es jetzt genug ist für heute. Ja, perfekt. Sehr schön. Janis, vielen, vielen Dank, dass wir die Ersten sein dürfen, die Ich da mehr freue darüber mich. erfahren. Ich freue mich darauf und ich schaue immer gerne in Lomerio die jeweiligen Kongresse an und es ist halt für viele eine tolle Möglichkeit, von zu Hause aus eben Referenten zu sehen, die man jetzt nicht so sonst jeden Tag sehen kann, also wo man sich gleich mal für 3 Tageskurse anmelden muss und das ist bei euch eben eine tolle Option, sich osteopathisch weiterzubilden. Absolut. Vielen lieben Dank dir. Wir freuen uns auf Oktober und wir sind sehr gespannt, was für Teilnehmer wir dann begrüßen zu dürfen. Okay, Ja? alles klar. Bis Dankeschön. dahin. Tschüss.